Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den heutigen Wrestling News. Wir schaffen es hoffentlich, diese Woche mal ein bisschen was aufzuholen, denn wir ballern natürlich wieder schön die ganze Woche mit News raus. Wir haben wieder sehr geile Themen, zum Beispiel Kenny Omega. Da läuft nämlich bei All Elite der Vertrag demnächst aus. Ist zwar noch ein bisschen fraglich, weil er war zwischendurch auch mal verletzt und so weiter. Dann ist halt die Frage, okay, werden sie die Verletzungszeit hinten an die Laufzeit anhängen, weil sie den ja tatsächlich nicht einsetzen konnten. Das weiß man noch nicht so genau, aber generell geht man eigentlich davon aus, dass jetzt Anfang des Jahres, also jetzt noch im ersten Teil, dass der Vertrag von Kenny Omega enden wird bei All Elite und man noch keinen neuen hat. Ich hatte hier schon mal darüber gesprochen und habe gesagt, dass Kenny Omega eigentlich immer versucht, mit den Young Bucks gleichzuziehen. Da läuft der Vertrag Ende des Jahres ab. Das heißt, theoretisch könnte Kenny jetzt sagen, okay, wir machen noch keinen richtig fetten neuen Vertrag über 3, 4, 5 Jahre, sondern wir machen jetzt erstmal nur, dass wir den Angleich für die Young Bucks mit hinkriegen, also dann halt bis Ende des Jahres. Die Chance besteht. Aber was ebenfalls ist, wir haben gerade richtig fettes Interesse von der WWE. Die haben nämlich schon gesagt, okay, wir haben großes Interesse an Jay White, der ja jetzt aktuell auch zu haben ist, aber es gibt noch einen größeren Namen als Jay White, den sie gerne hätten, und das ist aktuell Kenny Omega. Das heißt, die WWE versucht dann natürlich, wenn der Vertrag jetzt auslaufen würde, dann alles dran zu setzen, um sich Kenny Omega unter den Nagel zu reißen. Das wäre natürlich eine richtig fette Verpflichtung. Triple H und Kenny Omega haben auch ein gutes Verhältnis, deswegen ist das jetzt nicht komplett ausgeschlossen. Cody ist ja nun mal auch da, das ist ja nun mal auch nicht unerheblich in der ganzen Situation. Und wir können ebenfalls davon ausgehen, wenn Kenny Omega den Weg zur WWE finden würde und der Vertrag der Young Bucks ausläuft, ja, dann besteht natürlich auch eine sehr hohe Chance, dass dann auch die Young Bucks zur WWE gehen könnten. Also alles eine super spannende Geschichte. Ich gehe zwar eher davon aus, dass alles da bleibt, wie es hier ist. Also, dass Kenny Omega und die Young Bucks alle noch weiterhin bei All Elite bleiben. Weil, warum nicht? Es läuft gut bei All Elite. Wieso sollte man das irgendwie ändern? Dennoch, es ist, wie es ist. Und wenn das Interesse erstmal da ist, wenn auch vielleicht die ein oder andere Kohle auf dem Tisch liegt, dann ist das natürlich schon mal eine ganz interessante Kiste. Und Kohle ist auch eine interessante Geschichte, denn wir haben ja hier schon häufiger darüber gesprochen, dass Vince McMahon gerne die WWE verkaufen möchte. Das ist ja der Grund, warum er wieder zurückgekommen ist. Er möchte einen fetten Deal an Land ziehen. Und er hat jetzt auch rausgehauen, was er denn für die WWE verlangt. Und zwar 9 Milliarden Dollar verlangt er für die WWE. Aktuell, laut dem ganzen Marktwert von der WWE, was Aktien und so weiter angeht, ist die WWE 6,5 Milliarden wert. Also er möchte um die 30%, 37% möchte er mehr, als der eigentliche Marktwert gerade hergibt. Das ist also jetzt gerade der Deal. Also wenn ihr drüber nachdenkt, die WWE zu kaufen, dann, Freunde, könnt ihr schon mal euer Sparschwein kündigen. Verkauft die letzten Bitcoins, die ihr noch habt. 9 Milliarden Dollar möchte er gerne für das Ding haben. Sehr interessant auf jeden Fall. Mal gucken, wie man sich einigt. Heißt nicht, dass der letztendliche Kaufpreis wirklich 9 Milliarden wird. Irgendwann wird man sich sicherlich auf der Mitte treffen oder so, aber es ist schon alles sehr interessant. Dann zu Carmelo Hayes. Carmelo Hayes ist einer der Leute, die bei NXT demnächst auch den Weg ins Main Roster finden könnten. Zumindest gab es da schon mal eine Idee, was man mit ihm im Main Roster machen könnte. Und zwar, dass man ihn zum Hurt-Business mit dazu packt. MVP ist ja gerade auch so ein bisschen dabei, das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Ist noch nicht alles fix, aber da gibt es so ein bisschen die Gerüchteküche, dass man da jetzt gerade dieses Hurt-Business wieder zusammenführt. Und Carmelo Hayes könnte einer der Leute sein, die denn da mit dazukommen. Schauen wir mal. Dann ist mal wieder eine Namensänderung passiert, und zwar von Ava Rain. Die hat nämlich jetzt auf der WWE-Seite ihren Nachnamen verloren und ist nur noch Ava. Ist okay, kann man machen, ja, und hat aber jetzt auf jeden Fall ihren Nachnamen verloren. Also auch diese Namensänderungen, die gibt es auch immer noch, auch wenn Vince
nicht mehr da ist im kreativen Bereich. Aber auch sowas passiert immer mal wieder. Dann hat sich Tony Khan geäußert über die Möglichkeit, ob man Bryan Danielson dieses Jahr vielleicht im New Japan Pro Wrestling G1 Climate Turnier sehen könnte. Denn als Bryan noch bei der WWE war, war eines seiner Ziele, in diesem großen Turnier bei New Japan Pro Wrestling anzutreten. Die WWE war da nicht so begeistert, aber ja, konnte auch wenig dagegen tun. Und dann ist ja Bryan eh weggegangen und ist ja dann zu All Elite, weil er ja da die Möglichkeit hat, auch mit New Japan zusammenzuarbeiten. Kenny übrigens hat in seinem Vertrag bei All Elite auch drin stehen, dass er bei, wenn das nicht irgendwie mit anderen Daten irgendwie in Probleme geht, dass er bei New Japan arbeiten kann, denn er ist ja auch noch IWGP US Champion. Das wäre auch so eine Sache, wenn er zur WWE gehen würde. Weiß ich nicht, ob das alles noch so hinhauen würde. Also ihm muss klar sein, dass er diesen Luxus bei der WWE wahrscheinlich nicht hätte. Auf jeden Fall hat Tony Khan gesagt, wie es mit Bryan Danielson im G1 aussieht. Und er meinte, dass man ja jetzt erstmal abwarten müsste, den Pay-Per-View und so weiter, was denn jetzt passiert, ob nicht Bryan Danielson vielleicht All Elite Champion wird. Aber er generell schon sagt, dass es sehr cool wäre, ihn in diesem Turnier zu haben. Er hat ja sowieso Bock. Aber Tony Khan muss halt auch davon ausgehen, dass dieses ganze Turnier, das geht halt einen Monat lang, und das sind halt eine Milliarden Shows gefühlt, dass er ja dann die gesamte Zeit auf Bryan Danielson verzichten muss. Das ist halt auch so ein Ding. Muss man halt dann auch vage abwägen, ob das denn auch alles so eine gute Idee ist. Aber generell schließt er es jetzt nicht aus. Bryan Danielson hat Bock, New Japan hätte wahrscheinlich auch Bock. Deswegen mal schauen, ob man das dieses Jahr hinkriegt. Wir haben noch ein bisschen Zeit zum G1 Climax Turnier, aber generell könnte das passieren. Was ebenfalls passiert ist, gab eine Vertragsunterzeichnung, und zwar von Mark Briscoe. Der wurde jetzt bei All Elite unter Vertrag genommen. Das heißt auch hier eine positive Meldung diesbezüglich. Man hat die beiden Briscoe Brothers vorerst ja eh nicht unter Vertrag genommen. Selbst wenn sie bei Ring of Honor eingesetzt waren, waren sie noch nicht fest unter Vertrag bei All Elite oder sonst irgendwie. Das hat sich jetzt geändert. Also Mark Briscoe ist jetzt offiziell All Elite und ist dort unter Vertrag. Dann haben wir noch eine Ankündigung für Unlimited Wrestling, und zwar für die Show Firewall am 24.06. Ist noch ein bisschen hin, trotzdem gab es jetzt schon die Ankündigung für euch, und zwar wird Session Moth Martina bei uns mit am Start sein. Also besorgt euch schon die Tickets auf wrestlingtickets.de. Martina ist am Start, gönnt euch die gerne, auch viel im Indie-Bereich unterwegs, und coole Socke. Die ist bei Unlimited Wrestling denn jetzt auch mit am Stissel. Okay, eine Sache habe ich noch zu guter Letzt, eigentlich ziemlich viele große News heute. Und zwar erinnert ihr euch doch noch, dass die MLW die WWE verklagt hat, weil die angeblich dafür gesorgt haben, dass es keinen Streaming- bzw. TV-Deal mit Fox damals oder mit einem Fox unterstehenden Produkt gab, weil die WWE gesagt hat, yo, wenn wir zu Fox gehen und so weiter, dann arbeitet man nicht mit den anderen da zusammen, hier mit den MLW-Leuten und so. Und das hat natürlich einen diesen dicken Vertrag, den sie hätten an Land ziehen können, dann halt sofort gekillt. Das ist zumindest die Aussage von MLW, deswegen auch die Anzeige gegen der WWE. Allerdings wurde dieser Fall jetzt vor Gericht komplett gekillt. Denn der Richter hat entschieden, kein Fall, über den man sich Gedanken machen müsste. Dieser Fall wird abgelehnt. Okay, MLW hat schon Stellung bezogen, hat schon gesagt, die werden auf jeden Fall das nicht so stehen lassen und werden natürlich versuchen, da weiterhin was zu machen. Aber Richter hat entschieden, nope, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, über diese Geschichte. Soweit auf jeden Fall erstmal die News für heute. Lasst mir gerne ein Like da, werdet Abonnenten, werdet Kanalmitglieder. Da gibt es wieder fleißig ganz viele Reviews zu den wöchentlichen Shows. Ich bin jetzt aktuell auch in der aktuellen Zeit angekommen. Das heißt, es gibt jetzt auch immer zeitgleich dann die Reviews. Und Freunde, das war's dann erstmal soweit für heute. Ich wünsche euch noch was. Macht nicht mehr so dolle. Lasst eure Meinung gerne unten noch in den Kommentaren da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.